Kreta, die größte Insel Griechenlands, die Insel der Kontraste. 260 Kilometer ist Kreta lang und bis zu 57 Kilometer breit. Auf dieser großen Fläche vereint die Insel all das, was ganz Griechenland ausmacht. Man kann sagen, dass Kreta die Essenz Griechenlands ist. So ist die Landschaft abwechslungsreich. Flache Ebenen wechseln sich ab mit sanftem Hügelland. Bis zu 2500 Meter hohe Berge gibt es ebenso wie kilometerlange Sandstrände oder schroffe Felsen an der Steilküste. Kreta ist die südlichste Insel Europas und ist das Ziel von rund 3 Millionen Touristen pro Jahr. Besonders im Norden der Insel sind kilometerlange Sandstrände zu finden. Hier sind auch die touristischen Zentren. Wer besonderen Wert auf ein typisches Flair legt, ist auf Kreta ebenfalls bestens aufgehoben. Hier gibt es noch viele Orte, die Kreta so zeigen, wie es immer war. Wie inspirierend Kreta wirkt, zeigt sich auch daran, dass hier der Schriftsteller Nikos Kazantzakis lebte und seinen Weltbestseller Alexis Sorbas verfasste, der mit Anthony Quinn in der Hauptrolle sogar Filmgeschichte schrieb. Es gibt nichts, was es auf Kreta nicht gibt. Strände, Sightseeing, Nightlife, Mountainbiking oder Tauchen. Die Insel Kreta ist wirklich die größte.